Ich bin so ein bisschen theoretischer und dann der Andreas ist ein bisschen praktischer, glaube ich. Also dann etwas Geduld. Gut, ich glaube, die Grundannahme, dass das Urheberrecht nicht mehr zur gesellschaftlichen Wirklichkeit passt, ist der Grund, wieso der Saal voll und nicht leer ist. Weil irgendwo ist ein Problem. Unabhängig davon, wie wir das Problem lösen wollen, irgendetwas funktioniert nicht mehr. Wenn wir dieses Thema Urheberrecht vor 20 Jahren gemacht hätte, abgesehen davon, dass ich dann auch nicht da gewesen wäre, wäre der Saal leer gewesen. Das hat vor 20 Jahren niemand interessiert. Also niemand ist jetzt übertrieben, aber eine sehr viel kleinere gesellschaftliche Gruppe interessiert wie heute. Also irgendetwas ist passiert, das ein ganzes Gefüge zum Rutschen gebracht hat. Einige Dinge sind passiert. Zunächst ist die Zahl der Urheberinnen, also Personen, die jetzt Dinge im urheberrechtlichen Sinne, Werke produzieren, wächst rasant. Wir haben die sozialen Medien natürlich, wir haben aber auch ein verändertes Anforderungsprofil in der Wirtschaft, kommunizieren zu können, in der Öffentlichkeit kommunizieren zu können, selber mit kreativen Ideen und Lösungen hervortreten zu können, ist eine zentrale Anforderung geworden. So zentral, dass wir sie immer tiefer und tiefer in den Schulen, in den Ausbildungen verankern. Das ist inzwischen schon im Kindergarten angekommen. Also diese Entwicklung, dass die Zahl der Urheber und der Personen, die am öffentlichen Diskurs teilnehmen, die wird nie mehr kleiner werden. Ich finde, aus einer demokratiepolitischen Sicht ist das eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Der Charakter der Werke verändert sich. Das, was heute als Werk gilt, es werden viel mehr Remixes, Mashups, Versionen, Referenzen in der Kultur werden immer wichtiger, waren schon immer wichtig, aber werden noch immer wichtiger. Sogar wenn wir uns heute die großen Blockbusters anschauen, was die interessant macht, ist ihr explizites Referenzstruktur. Und das ist etwas, was bedeutet, dass in immer mehr Werken bestehende Werke mit enthalten sind. Diese Idee, dass man ein Werk auf dem weißen Papier macht, noch ganz aus seiner eigenen Innerlichkeit schöpft, die ist vorbei. Und das war, ist es nicht nur vorbei für die gegenwärtige Kulturproduktion, ich sehe das sehr genau, wie meine Studenten arbeiten, sondern wir beginnen uns auch zu fragen, ob das überhaupt je so war. Sie ist aus der Zeit, nicht gerade bekannt als revolutionärer Postille, die sich fragt, passt sogar auf Wagner, der ja durchaus ein bedeutender Musiker war, diese Vorstellung des originellen Schaffens überhaupt. Also hier auch merkt man nicht nur, dass die Praxis sich verändert hat, sondern auch, wie wir über Kultur nachdenken, verändert sich. Drittens, der zentrale Bereich dessen, der dem Urheberrecht unterschieden wird zwischen der privaten Nutzung und der öffentlichen Nutzung. Diese beiden Bereiche, die lassen sich kaum mehr unterscheiden. Wir haben in der Schweiz knapp 3 Millionen Facebook-User, wir haben 420.000 Twitter-User, wir haben 10.000 Blogs etc. etc. Wir haben einen großen Bereich von Tätigkeiten, die irgendwo in einer Grauzone zwischen privat und öffentlich stattfinden, zumindest in einer gefühlten Grauzone. Rechtlich nicht. Rechtlich ist das alles öffentlich. Das führt dann auch dazu, dass es heute kaum mehr möglich ist, den Alltag zu bewältigen, ohne dabei das Urheberrecht zu verletzen. Es gibt Schätzungen der durchschnittlichen Facebook-Timeline, die einen Abnahmewert von knapp 10.000 Euro hat. Das sind deutsche Schätzungen. Wenn man einfach angeschaut hat, wie viel urheberrechtlich geschütztes Material ist hier ohne Bewilligung benutzt worden und was sind die marktüblichen Abmahnwerte und kommt auf 10.000 Euro pro Person. Können Sie das mal 3 Millionen hochrechnen und entweder sagen Sie, wir haben ein Problem oder wir sagen, hier wird ein gigantischer wirtschaftlicher Schaden angerichtet. 10.000 mal 3 Millionen, wir sehen kurz von einem Bankrott. Das führt dazu, diese Situation, dass es kaum mehr möglich ist, sich ohne das Urheberrecht zu verletzen oder zumindest in die Gefahr zu kommen, das Urheberrecht zu verletzen, führt zu einer Delegitimierung des Urheberrechts. Das kann man als liberale Errungenschaft wahrnehmen, was es historisch zweifellos war,
aber heute führt das dazu, dass es wahrgenommen wird als Instrument der Fremdbestimmung, als Instrument der Willkür. Warum ein Instrument der Willkür? Weil natürlich nicht jede dieser Facebook-Seiten mit 10.000 Euro abgemahnt wird. Aber out of the blue kann es jeden treffen. Das ist der Willküraspekt. Was haben wir? Wir haben ein europaweites Aufbegehren gegen die verschärfte Durchsetzung von Urheberrechten. Das sind die angemeldeten Demonstrationen gegen das ACTA-Gesetz. Ein höchst obskures, viele sagen ein relativ nicht sehr weitreichendes Gesetz. Aber trotzdem, das hat im Februar bei bitterkalten Temperaturen europaweit hunderttausende Leute auf die Straße gebracht. Das ist eine neue Entwicklung, die eben diese Delegitimierung des Urheberrechts bringt. Und das bedeutet für die Politik, es ist eine historische Aufgabe, das Urheberrecht diesen Entwicklungen anzupassen. Die Gefahr ist, wenn man das nicht macht, dass sie die Legitimierung weiter vorherschreiten, wenn wir eine Generation haben, die sagen, das Urheberrecht ist, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, ist nichts wert. Also nichts tun ist nicht wirklich eine gute Variante, vor allem nicht aus Künstlersicht und vor allem nicht aus Sicht derjenigen, die am Urheberrecht interessiert sind. Und was sind die Aufgaben der Politik? Das Erste ist, es geht um eine Entkriminalisierung der Alltagskultur. Es geht nicht an, dass Großteile der Bevölkerung, Großteile der Jungen, die die sozialen Medien nutzen, so wie sie intendiert sind, kriminalisiert werden. Und es geht nicht darum, im Hintergrund Zensurstrukturen aufzubauen, Providerhaftung einzuführen, sondern tatsächlich hier den Paradigmenwechsel in eine neue Alltagskultur zu vollziehen. Das Zweite ist, wir brauchen eine Erleichterung dessen, was so transformative Werknutzung heißt. Es geht nicht an, dass wir in einer Welt, die voll urheberrechtlich geschützter Werke sind, jede einzelne marginale Nutzung, die eindeutig dafür dient, ein neues Werk zu machen, bewilligen müssen. Wenn ich heute als Dokumentarfilmer eine Szene drehe und im Hintergrund läuft ein Madonna-Song am Radio, ich kann die Szene wegschmeißen, egal wie wichtig sie für mein Dokumentarfilm ist, weil ich nie eine Lizenzierung dieses Songs erreichen werde. Das dritte Ziel ist, man muss den Strukturwandel, und davon sprechen wir, der Kreativwirtschaft, Geschäftsmodelle, die lange funktionieren nicht mehr so, muss man gestalten und nicht zu verhindern versuchen. Das heißt, wir müssen uns um neue Geschäftsmodelle kümmern, wir müssen uns kümmern um die Veränderung der regulativen Bedingungen, damit diese neuen Geschäftsmodelle funktionieren. Und je mehr wir versuchen, die zu verhindern, desto mehr wandern die aus. Der letzte Punkt, wir müssen verhindern, dass neue Monopole entstehen. Jetzt beispielsweise, großer Fortschritt angeblich, verhandelt die Swisa mit Google. Das halte ich für einen kapitalen Fehler. Was hier gebraucht wird, wäre nicht ein Spezialvertrag mit einer Firma, die sich leisten kann zu verhandeln, sondern neue pauschale Lizenzen, die einen offenen Marktplatz ermöglichen für andere, die ähnliche Dienste anbieten. Wenn wir das einzeln verhandeln, dann werden nur die Monopolisten sich durchsetzen. Danke. Vielen Dank. Du hast einige spannende Thesen aufgestellt. Gibt es Fragen, Kommentare dazu? Sonst würde mich interessieren, wie siehst du generell jetzt für die Kulturschaffenden, wie sollen die künftig entlohnt werden? Ich glaube, der erste Fehler ist, diese Frage so zu stellen und dann zu implizieren, dass bisher das... Nein, ich erkläre das schon. Und dass bisher das Urheberrecht diese Aufgabe gemacht hat. Die Kulturwirtschaft ist extrem heterogen. Es gibt Bereiche, beispielsweise wo ich unterrichte, in der bildenden Kunst, wo das Urheberrecht quasi keine Rolle spielt. Dann gibt es Bereiche, in denen das Urheberrecht zwar eine große Rolle spielt, aber nicht ökonomisch eine große Rolle, weil Großteil der Finanzierung bereits vor der quasi Veröffentlichung des Werkes geschieht. Und dann gibt es Bereiche, in denen das Urheberrecht eine Rolle spielt. Und ich glaube, im Bereich der kommerziellen Auswertung
hat das Urheberrecht tatsächlich nach wie vor eine relevante Rolle zu spielen. Aber wir sehen im Moment, dass es eine enorme Breite von nicht kommerziellen Nutzungen gibt, in denen das Urheberrecht eine sehr problematische Rolle spielt, weil es eine Hürde aufbaut, die es eben verhindert, dass diese Potenziale auch demokratisch genutzt werden können und letztlich nur denen erlaubt zu agieren, die dieses sehr komplexe Territorium überhaupt navigieren können. Beispiel? Aber die Antwort ist noch nicht ganz, ist mir noch nicht ganz klar. Also was ist ein Modell? Also wie ganz konkret soll jetzt ein Musiker, wir haben Musiker hier, Geld verdienen? Was jetzt? Also zunächst muss man mal sehen, dass die Musikindustrie als Ganzes auch ökonomisch in keiner Weise schrumpft. Wir sehen eine gewisse Verlagerung. Wir sehen eine gewisse Verlagerung hin zu Dingen, die nicht kopiert werden können. Eine Kopie herstellen ist heute nicht mehr wirklich ein Geschäftsmodell. Das kann jeder. Die Frage ist, wie kann ich als Künstler darum etwas bauen, das eben nicht in demselben Maße kopiert wird. Ob ich mir einen Song im Warenhaus kaufe oder mir einen runterlade, ob ich dafür zahle oder nicht bezahle, ist im Wesentlichen vom Erlebnis her dasselbe. Aber wenn ich beispielsweise nach einem Konzert mir die CD kaufe, dann hängt an diesem Objekt die Erinnerung an das Konzert dran, die eben unterschiedlich ist, ob ich sie nach dem Konzert gekauft habe oder irgendwie im Warenhaus. Und da, glaube ich, liegt das Potenzial aus der Begeisterung des Publikums für die Musik tatsächlich auch einen Mehrwert zu generieren. Aber wenn das einfach über anonyme Plattformen, über anonyme Verkaufskanäle passiert, dann ist es für mich auch nicht groß anders vom Erlebnis her, ob ich es runterlade. Das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, das war ja schon immer so. Das war schon auch vorher so. Ob man die Dinge runterladen kann, gratis oder so, im Vergleich von vor 15 Jahren, wo das noch nicht so eine Verbreitung hatte, war das die Koppelung an einem Konzert genau gleich. Mhm. Ja. Also, das ist jetzt wie, das verstehe ich nicht. Kannst du das nochmal ausführen, was jetzt da der Unterschied irgendwie ist, dass man jetzt irgendwie plötzlich das an ein Konzerterlebnis koppeln soll, obwohl das schon immer so war. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, du bist sehr abstrakt geblieben. Könntest du für die anderen Sachen vielleicht auch noch ein Beispiel bringen? Danke. Die Veränderung ist ein ökonomisches Verhältnis zwischen Einnahmen, auch da ist es extrem unterschiedlich, wer du bist und wie du tust, aber zwischen ganz allgemein gesprochen, früher war die Tour das Promo-Vehikel für die CD und heute ist die CD das Promo-Vehikel für die Tour. Und damit verändern sich die ökonomischen Ströme. Wir sehen, Leute sind bereit, sehr viel Geld für Konzerte zu zahlen. Es gab noch nie so viele Auftrittsmöglichkeiten in der Schweiz für Musik, für ein breites Genre-Spektrum von Musik wie heute. Und da ist ein Markt da, in dem auch die Leistungen von Künstler und Künstlerinnen geschätzt werden. Also natürlich war das schon immer so. Aber was wir haben, ist, dass dieses Moment, das so quasi unbeachtet als Supplement dabei war, jetzt zentraler wird. Wie kann ich ein Erlebnis schaffen, das eben nicht einfach kopiert wird? Das Zweite, eben das mit der Verhinderung der Monopole, habe ich schon angesprochen, sowas müsste eigentlich über allgemeine Lizenzen gelöst werden, um wirklich einen offenen Marktplatz generieren zu können und nicht über individuelle Verhandlungen. Der erste Punkt, die Entkriminalisierung der Alltagskultur, muss man sich überlegen, ob man so etwas wie eine Bagatellklausel einführt. Es geht nicht an, dass Teenager kriminalisiert werden, weil sie mit ihren Freunden ihre Lieblingsbilder teilen. Der dritte Punkt, das ist eine große Diskussion eben über die sogenannten transformativen Werknutzungen. Ist es wirklich notwendig, dass jede Werknutzung, die eindeutig dazu führt, ein neues, eigenständiges vom ursprünglichen Werk, sich deutlich unterscheidendes Werk zu schaffen, davon abhängig ist,
ob derjenige, dessen Werk da ein Teil des Neuen wird, zustimmt oder nicht. Finden wir es als Gesellschaft richtig, dass ich eine Dokumentarfilmszene nicht verwenden kann, wenn im Hintergrund Musik läuft, die ich nicht lizenzieren kann, die ich aber nicht dorthin gestellt habe, sondern die Teil des sozialen Settings war, in dem diese Aufnahme entstanden ist? Ist das eine gute Lösung? Ich denke nicht. Okay, wir werden nachher noch ein paar Beispiele hören von Anders Vogunten bezüglich der Geschäftsmodelle. Jetzt möchte ich das Mikrofon Christoph Drummer geben. Er ist auch einer der eingeladenen Gäste heute Abend. Er ist Musiker und auch in der Agur 12. Ja, kannst du dich ganz kurz vorstellen noch? Ja, ich vertrete dort den Verband Musikschaffende Schweiz, der sich sehr aktiv daran beteiligt hat, dass eine solche Agur eingesetzt wurde. Und wir sind natürlich froh, dass es sie gibt. Ich habe einen kleinen Kommentar und eine Frage dann. Der Kommentar wäre, es stimmt, es gibt mehr Auftrittsmöglichkeiten. Was ich beobachte, ist, es gibt viel mehr, viel teurere Konzerte. Und es gibt aber in dem Bereich, was neue Auftrittsmöglichkeiten gibt, gibt es sehr viele Kollektenkonzerte. Und wir spielen viel, viel mehr auf Eintritt. Das heißt, Lokale, die uns eine fixe Gage bezahlen, die werden rarer. Also ich bezweifle, dass die Bereitschaft, mehr Geld auszugeben für Musik, sich darin spiegelt, dass es mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt. Aber meine Frage wäre, ich wüsste von keinem Beispiel, wo eine Facebook-Timeline eingeklagt wurde. Und wir würden uns sicher auch nicht dafür einsetzen, dass man das tut. Was wir aber schwieriger finden, ist, dass wenn ja ein Video zum Beispiel auf Facebook eingebunden wird, dann klickt man ja schlussendlich auch auf den YouTube-Kanal, auf dem das läuft. Und dort wird sehr wohl Geld verdient, auch auf Facebook wird Geld verdient. Und die Kriminalisierung jener, die etwas posten, ist nicht ein Anliegen von uns. Die allerdings damit Geld verdienen, dass solche Sachen geteilt werden, dass die eine Verantwortung übernehmen müssen, das ist sehr wohl ein Anliegen von uns. Das kommt jetzt hier gar nicht vor. Ist das gemeint mit der Verhinderung der Monopole oder ist das kein Thema für Sie? Doch, das ist absolut ein Thema. Zunächst zum ersten Punkt. Wenn rein ökonomisch wächst der Markt für Live-Konzerte. Wie der aufgeteilt wird, dass auch dort Star-Systeme sind, dass auch dort der Bereich der semi-professionellen Tätigkeiten, wo man eben auf Collecte oder so ähnliches spielt, wächst, ist ein Teil davon. Aber gesamt gesehen wächst der Kuchen, das ist keine Frage. Der zweite Punkt ist eben diese, ich habe explizit gesagt, es geht darum, in der kommerziellen Nutzung spielt das Urheberrecht nach wie vor eine Rolle. Und wenn wir uns YouTube anschauen, beispielsweise ein Nutzer lädt etwas hoch, dann gibt es da zwei Arten von Nutzung. Das eine ist der individuelle User, der jetzt einen Ferienfilm mit einer schönen Musik hochlädt für sich und seine 17 Verwandten, wo vielleicht dann, wenn es Zufall ist, den niemand vorhersehen kann, vielleicht 17 Millionen draus werden. Das ist sehr schwer vorherzusehen. Das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die eine. Die andere ist natürlich YouTube, die daraus ein Geschäftsmodell, oder Google, die daraus ein Geschäftsmodell macht. Und dass die dafür zahlen sollen, das finde ich überhaupt keine Frage. Das Problem ist einfach bisher, dass sehr viel Bemühungen darin gingen, den einzelnen User dran zu kriegen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir jetzt anfangen mit Google oder mit YouTube oder Facebook oder wem auch immer, individuelle Deals machen, heißt das, dass ich gewisse Sachen, nämlich meine soziale Welt aufbauen mit meinen Freunden, nur noch auf diesen Plattformen machen kann. Und dort ist es legal, überall sonst ist es illegal. Und ob das unser Interesse sein sollte, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Okay, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum vierten und letzten Referat über. Vielen Dank, Felix Stander, mit einem Beitrag.